Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Ihr seht, unser Ziel ist nicht weit entfernt, aber wir synchronisieren hier erstmal noch den Punkt. Wir sind auf der Suche nach Cassandras Sohn, wie er jetzt so wirklich heißt. Sie ruft Elpidia, irgendwie heißt er auch mal Elpidios. Ist vielleicht so ein Synonym, keine Ahnung. Aber der wurde auf jeden Fall entführt. Die Waffen der Entführer, die wurden hier hergestellt und deshalb mussten wir hierhin reisen nach Messenien und sollen in den Waffenwerkstätten mal nachforschen, wer denn diese Waffen hat herstellen lassen, denn die, die hier arbeiten, haben das garantiert nicht angezettelt. Aber hier seht ihr es, das sind die Waffen und da könnte es vielleicht doch ein bisschen schwieriger werden. Beruhige dich, ja. Es war nicht echt. Doch, ich hab's gesehen. Ein Schatten, der sich bewegte. Oh, oh, was ist denn hier schon wieder los? Hast du das gesehen? Diese Darius war bestimmt hier. Das war bestimmt nur Einbildung, oder? Garantiert. Der lässt es doch nicht einfach was so an sich vorbeigehen. Anfänger. Die Wachen kamen und gingen hinein. Er blieb hier und hielt Wache und... Ja, lass mich... Ach, Kinder, geht weg. Hier ist noch einer. Ja, das wird Darius gewesen sein. Wer sonst? Tada! Darius! Adlerfrau. Mit dir hätte ich nicht gerechnet. Du kannst von Glück sagen, dass ich dich nicht für einen von denen gehalten habe. Hey, die sieht ganz anders aus. Was machst du in Messenien? Wenn Elpidius noch lebt, ist er bei Amorges. Und Messenien ist Amorges Hochburg. Sieht aus, als wärst du da auch von selbst drauf gekommen. Aber er wird schwer zu finden sein. Er versteht es, sich abzuschirmen. Wir müssen ihn herauslocken. Ich hätte da ein paar Ideen. Hinter Amorges steht das gesamte spartanische Heer. Unter dem Befehl seiner ergebensten Befehlshaber. Wir werden kaum zu ihm durchdringen, es sei denn, wir schwächen seine Truppen. Dann tun wir das. Der Orden hat eine umfangreiche Produktionskette für seine Waffen. Hinter all dem steht ein Befehlshaber, sprich für den Anfang mit den Heloten. Vielleicht wissen die, wo er ist. Außerdem verstärkt der Kult des Kosmos den Orden in Messenien. Und der Befehlshaber des Ordens, Demokrates, ist für die Durchführung verantwortlich. Wenn wir ihn ausschalten, wird uns der Kult nicht länger im Weg stehen. Dann schalten wir ihn aus. Eine Sache noch. Ich habe gehört, dass der Orden einen Athener Feldherrn gefangen genommen hat. Er ist für meine Pläne unabdingbar. Du musst ihn befreien und ihm diesen Brief geben. Und dann hole ich Elpidius. Verlass dich auf mich. Ja. Wir schlagen schnell und hart zu. Wir? Zu zweit sind wir wesentlich schneller und effizienter. Na dann. Elpidius hat für mich oberste Priorität. Bis dahin toleriere ich dich. Gut. Mir geht es ebenso. Hä, sind die jetzt Feinde oder was soll das? Ich habe genug Zeit verschwendet. Komm zurück, wenn du den Orden erfolgreich geschwächt hast. Es gibt noch mehr zu tun. Okay, das ist jetzt echt eigenartig, finde ich. Gerade weil sie sich sonst immer so super verstanden haben. Also super. Da ist er. Und wer noch? Da ist er. Ja, sehr schön. Sehr schön, also da gehe ich jetzt erstmal dorthin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mehrere Quests angenommen, logisch. Was soll ich dann für eins entscheiden? Ich will ja auch nicht hin. Da will ich hin. Habe ich doch schon mal gefunden. Ah, das ist der Teil. Okay. Alles klaro. Ich meine, befreien muss ich ja sowieso einige. Jetzt schauen wir mal eben bei den Quests. Ja, genau. Haus des Anführers, blablabla. Super, dann werde ich mir jetzt noch kurz hier den Überblick verschaffen, den ich brauche, denn wir müssen ja die Festung jetzt sowieso einnehmen mit. Locker, locker. So. Wo stehen denn alle?
Den kann ich erstmal platt machen. Okay. Die? Was? Kopfgeld natürlich. Ja, ich befreie den erstmal. Genau. Endlich bin ich wieder frei. Naja, hau ab. Hau ab. Und jetzt? Direkt das hier. Damit wir hier wieder ein bisschen aufgefüllt sind. Zack. Okay. Der ist doch ein härterer Nuss. Aber das schaffen wir. Ich habe das Gefühl, Cassandra ist stärker geworden, seit ihr Sohn weg ist. Kann das sein? Dass dieser Hass auf die Entführer das so ein bisschen ausgelöst hat? Oh, was will der denn jetzt? Er braucht kein Kopfgeld auf mich aussetzen. Ach, der macht nichts, okay. Ah. Und warum kann der nicht aufschließen? So. Sind die noch gefesselt, oder was? Eieiei. So. Ah, das sind doch Spartaner gerade gewesen. Ja. Weil es hieß doch, der Dingsbums, der hat das ganze spartanische Heer hinter sich. Also mal ehrlich. Alles ein bisschen eigentlich. So, nochmal aufladen. So. Ich glaube, das sind meine Gefangenen, die gerade abhauen. Klang so. Zack. Machen wir den gleich mal platt. Dann. Okay. Da drin wäre dann der Schatz irgendwo oder unten oder. Hey. Ja. Wo bin ich denn? Mal ehrlich. Okay. Wird, denke ich, gar nicht mal so einfach werden. Den noch befreien. Die Götter müssen dich zu mir geführt haben. Ja, garantiert. Danke dir von Herzen. Bitte gerne. Okay, da kommt gerade einer zu denen, oder? Ja. Nicht wirklich. Komm, nochmal. Ich hab mich keiner gesehen sonst. Ah, jetzt wird's kritisch. Ach so, okay. Na, egal. Was hast du denn für ein Problem? Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt ein Kopfgeldjäger oder was? Was wird das? Na, egal. So. Platt. Hey, was will die denn jetzt noch? Habt ihr eine Meise oder was? So, die ist erstmal platt. So, irgendwie brauche ich jetzt hier noch. Oh, das hat ihm ja fast gar nichts heute abgezogen. Komm, komm. Ja, aufladen. Da ist noch ein Gefangener, genau. So, und jetzt machen wir hier alle erstmal schön platt. Ach ja, komm. Warum geht denn der zurück? Bist du doof oder was? Bist du Feigling? Oha. Das heißt, wir dürfen uns jetzt noch mit dem hier rumschlagen. Ein tollpatschiger Kopfgeldjäger. Aber okay. Mach ich. Was schießt denn hier mit Dreierpfeilen? Mal ehrlich. Pass auf, Cassandra. Ja, brennst du? Ich auch. Okay. Wo ist er? Hier ist er. So. Ich hasse es, wenn da noch Kopfgeldjäger mit reinkommen, wenn ich hier Eroberung spielen will. Zack. Und platt ist er. Oh, hier. Hier. Der ist das, der Idiot. Okay. Alles klar.
Na? Lass mich mal hier raus eben. Na? Oh, was war das denn? So, und da wären wir wieder bei diesem Kampf angekommen. Mit dem sinnlosen... Oh, was weiß ich, was der ist. Aber... Diesmal habe ich vorher das Kopfgeld bezahlt, weil ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich finde das echt so dumm manchmal. Aber ist okay. Komm hier schon rum. Komm. So. Ja, genau. Weiß nicht, wer das gesagt hat, ob er das noch im Sterben gesagt hat, aber naja. So, herzlichen Glückwunsch, Kopfgeldstufe 3 direkt erreicht. Zack. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die mit den Spießern am meisten hasse. Aber okay. So, weg mit dir. Pass auf. Platt, platt. Komm, mach platt. Naja, dann nicht. Das stört hier vor allem überhaupt nicht, ne? Wenn die kurz angezündet werden. Egal. So, na komm. Zack. Wow. Das war ein Fehler. Ich weiß gar nicht, dass ich den jetzt getroffen habe damit. Aber okay. Oh, nö. Nee. Definitiv nicht. Könnt ihr vergessen. So. Kopfgeldjäger mache ich jetzt nicht mehr mit. Kein Bock drauf. Komm. So, der ist platt. Irgendwie nur noch der, und dann kann ich theoretisch in Ruhe die Gefangenen befreien. Praktisch, mal sehen, wer noch dazwischen kommt. Das ist ja ein Rotz gewesen diesmal, oder? Ist so richtig angenervt. Ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr, die Schätze oder irgendwas zu holen. Ich befreie jetzt diese dämlichen Gefangenen und dann geht's hier raus. Ich dachte schon, ich komme hier nie weg. Okay, wo geht ihr denn hin? Naja, der rennt halt einfach mal direkt durch. Ist ja. Komm. Ach, schon wieder Kopfgeldstufe, komm. Warum hat die nicht geschossen, die dumme Kuh? Naja, lasst mich. Was wollen die denn jetzt? Was haben die damit zu tun? So. Okay, zack. Der ist jetzt in Sicherheit und ich auch. Ja, ja, geh einfach weg. So. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Hast du die Helotin Rhode gesehen? Ja, sie wurde zum Zentrum von Appia gebracht. Es heißt, dass sie dort den Tod finden wird. Das Stadtzentrum. Ich sollte mich beeilen. Ach, natürlich, aber zum Glück ist das Stadtzentrum nicht weit weg. Halt dein Maul! Was kommt davon, wenn man nimmt, was einem nicht gehört? Mein Tod wird allen eine Warnung sein. Es ist mir egal, wem das Essen gehört hat. Wir waren hungrig. Wenn du das Spektakel sehen willst, hast du von da unten bei den anderen eine bessere Sicht. Wer bist du? Ich bin wegen dieser Frau hier. Die? Die wurde mal wieder in der Küche beim Stehlen erwischt. Wir haben den ausdrücklichen Befehl, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Ich brauche sie lebend. Lasst sie frei, dann wird niemand verletzt. Hm. Alles hat seinen Preis, Söldling. Wir brauchen Drachmen, um den Proviant aufzustocken. Nein. Ach komm, 300. Ich bezahle für sie. Na dann. Ich vergaß die Zusatzkosten für unsere Mühe. Okay, jetzt Mühe. Reicht's. Und das ist harte Arbeit, weißt du? Zahle das Doppelte und ich übergebe sie dir. Ei, Hades! Gib ihm keine einzige Drachme! Sei still! Okay, ich kämpfe lieber. Es reicht! Ich nehme sie mit. Und eure Köpfe auch. Ja, hol sie dir.
Das war die falsche Wahl. Ergreift die Söldnerin! Ja, genau. Du kriegst, was du verdient hast! Der Idiot, oder? Hätte ich dir bloß die Zunge rausgeschnitten! Mir, oder was? Na, ein Glück seid ihr so schlecht. So. Sehr schön. Das läuft doch. Mischt euch hier ja nicht ein. Oh! Ey, sag mal, geht's noch? Also ich glaube so langsam, ne? Trifft der uns gerade? Ja, so aus. Was kommt der denn hin? So. So, jetzt muss ich mit der reden. Schießt er gerade auf mich? Tatsache. Der will... Ah! Ach so, nö. Da drin ist sie. Ich weiß nicht, was sie wollen. Okay, jetzt reicht's. Ach komm, warum müssen wir denn jetzt hier so viel kämpfen? Das nervt doch einfach nur. So. Hinter mir ist gerade keiner her. Steck deine Schwerter ein und wir reden mit der. Gut. So, jetzt? Jetzt. Puh, das war knapp. Danke, Söldnerin. Gut, dass du vorbeikamst. Warte! Ich suche den Befehlshaber. Es hieß, du wüsstest etwas über ihn. Der Befehlshaber. Oh, ich kenne ihn. Das stimmt. Welch schöne Erinnerungen. Ich habe mal für diesen Malakes gearbeitet. Zeig mir den Befehlshaber und ich schlitze ihm die Kehle auf. Du willst ihn umbringen? Mhm. Schön. Schön? Es geht einiges vor sich in Messenien, Söldnerin. Sieh nur, wie wir leiden. Wie die Kinder leiden. Es muss doch ein besseres Schicksal für sie geben. Ich habe einen Plan, wie ich die Kinder von hier wegschaffen kann. Meinen Sohn und die anderen. Hilf den Kindern, dann helfe ich dir. Ach, komm. Ich mache es. Aber du musst mir sagen, wo der Befehlshaber ist. Sehr nett von dir, Söldnerin. Ich verspreche, du wirst dein Ziel finden. Aber schlitze ihn bitte nicht vor den Kindern auf. Okay, dann wie willst du die Kinder hier rausschaffen? In der Nähe gibt es einen Fischer, den wir gut für seine Hilfe bezahlen. Wir müssen die Kinder zu seinem Boot an der Anlegestelle bringen. Und zwar schnell. Die Zeit läuft uns davon. Geh voran. Folge mir. Ja, ja. So, Kinder. Hey. Martha. Hallo, mein kleiner Krümel. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Schnell. Wer ist das? Das sind nur drei Kinder. Eine freundliche Söldnerin. Sie wird uns helfen, von hier zu verschwinden. Also gut, Leute. Martha sagt, wir sollen der Söldnerin folgen. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Das ist kein Spiel. Hast du einen? Das sind drei Kinder. Ich dachte, ein die hatten eine ganze ist ein Deckname, Herde. Die größten und bestesten Helden haben. Oder sammelt meistens die jetzt eine Kombination aus einem coolen Tier und dem Wetter. Sagt ihr eure Heldennamen, Kinder? Meiner ist Wolfssturm. Meiner ist Blitzschlaghai. Geht das denn lang? Meiner ist der Hühnerregen. Wollte den Namen nicht. Soll ich so, los jetzt. Ach, keins verloren. Wen und jetzt? Haben wir denn hier? Der Befehlshaber. Na dann. Ich wusste, ich würde dich hier finden, Adlerfrau. Hier bin ich. Sie hatten recht. Du stehst immer im Zentrum jedes Aufruhrs. Warum trittst du nicht beiseite und lässt mich meine Arbeit tun? Ich kümmere mich um dich. Und dich, sobald ich die Kinder weggebracht habe. Sie haben noch zu tun. Nein. Dreh mal die Kinder um. Lass die Kinder da raus. Ich werde es genießen, dich in deinem eigenen Blut zu ertränken. Zeit zu sterben! Ah. Haltet euch an. Na dann. Haben wir ihn ja schneller gefunden, als ich dachte.
nicht so frech. Zack. Leise. Sag ihnen nochmal, die sollen sich umdrehen. Wenn ich fertig bin, werdet ihr lernen, euren Mund zu halten. Ja. Das ist doch ein Schwächling. Wir halt direkt zu den Kindern und machen das. So. Haben wir jetzt ein Kind getroffen? Okay. Ja, du brennst ein bisschen hier, Kollege. Frag mal den Legende, der weiß, wie man das Feuer ausmacht. Verdammt, ich brauche Hilfe! Ja, ja. So. Los, schnell, Kinder. Das Boot wartet. Das Boot. Du brauchst einen Heldennamen, Söldnerin. Hab ich schon. Such du doch einen für mich aus. Hm. Oh, wie wär's mit Adler irgendwas? Sie hat doch einen Adler. Ach. Adler Donner. Ja, genau. Perfekt. Jetzt bist du eine von uns. Herzlichen Glückwunsch. So, sind alle da? Scheint so. Ich habe schon wieder eine seltene Stufe. Warum? So, ab ins Boot mit euch. Sieht sehr sicher aus. Wo wollen denn die damit hinfahren? Ja! Geschafft! Du hast Adler Donner, Adler Donner, Adler Donner, Adler Donner! Das war der totale Wahnsinn! Seltenerin, du hast es geschafft! Ach, die geht nicht mit? Es ist Zeit für dich zu gehen, kleiner Krümel. Du kommst nicht mit? Nein, ich muss bleiben und hart arbeiten, damit ich dich eines Tages besuchen kann. Nein, nein! Wo ist mein Pater? Wo ist meine Martha? Das fällt denen jetzt auf. Ohne dich will ich nicht gehen, Martha. Er nimmt mich in den Arm, wenn ich schlecht geträumt habe. Söldnerin, ich weiß nicht. Nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich nicht, ob ich es vertrage, sie fortzuschicken. Oh Mann. Schick uns nicht weg, bitte! Geh doch einfach mit! Ja, lass sie hier. Kinder sollten nicht von ihren Eltern getrennt werden. Ihr solltet bleiben. Ich kann bleiben? Martha, wir bleiben zusammen. Pater! Pater! Oh Mann. Ich bin froh, dass mein kleiner Krümel hier bleibt. Aber ist es das Richtige? Es wäre grausam, diese Familien zu trennen. Vielleicht ist es noch grausamer, sie zu einem Leben in Messenien zu verdammen. Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, sie Ach, zu schützen. Ach, ich kümmere mich doch drum. Wir werden immer für unsere Kinder kämpfen. Ja, immer. Und du hast einen Befehlshaber. Hab Dank, Söldnerin. Mögen sich unsere Wege wieder kreuzen. Ja. Genau. Also, damit haben wir einen Ältestenhinweis. Und den werden wir mit Sicherheit auch nachgehen. Aber das allerdings erst das nächste Mal. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.